It's your boy Skinny P, hallöchen. Willkommen zum nächsten Overwatch-Video. Ich habe jetzt gerade drei Stunden vor mich hin gecased und immer wieder alle Viertelstunden Cases angeschaut, wenn nichts drin war. Einfach mal hier so ein paar Missionchen gemacht und siehe da, alle Spin rein. Darum schauen wir uns jetzt zuallererst mal die Suspects an, die gebannt wurden von vor 14 Tagen. Ihr erinnert euch, da habe ich 3-4 Fälle gemacht und da gucken wir jetzt rein. Ich werde auch diesmal nichts blurren oder sowas, also bei den Personen. Ich werde nur Dinge blurren, falls wir Fälle haben, die noch am Laufen sind. Aber bei Leuten, wo der Bann schon reingeflogen ist, da kann ich dann auch einfach die ganze Geschichte zeigen. So würde ich das zumindest handhaben. Die folgenden gebannten Accounts sind, wie gesagt, die Suspects von vor 14 Tagen. Also hier kam dann der Bann nach einer Woche rein, ist sogar ein Wackbann gewesen. Also halt, Facecam, hallo? Hallöchen. So, dann haben wir hier noch so eine Kackstelze. Auch ein Wackbann von 9 Tagen. Der kam noch ein bisschen eher. Wackbann Nummer 3 hier bei Shadow Warze. Auch von 9 Tagen. Dann haben wir noch Mr. Ovo. Auch Wackbann vor 7 Tagen. Waren, glaube ich, alle Spinbotter. Ich bin mir gerade nicht ganz sicher, ob wir da ausschließlich Spinbotter am Start hatten. Aber, ja. Wackbann bis jetzt alles. Und hier sollte eigentlich der letzte Fall kommen. Hallo? Na also, da haben wir doch. Der Mocky. Auch weggebannt vor einem Tag. Also wahrscheinlich nicht schlecht, dass ich jetzt halt erst 14 Tage später dieses Video mache, weil zumindest er hier und je nachdem, wann ich aufgenommen hätte, der andere mit 7 Tagen auch gar nicht hier drin gewesen wäre mit den Bans. Dann hätten wir halt viel weniger Bans vorzuzeigen. Letzte Woche habe ich ja zusammen mit Forti einen Fall gemacht, der wurde noch nicht gebannt, der gezeigte und der Knillig, den wir im Stream hatten, auch noch nicht, der mit den ganzen Knives und so weiter. Ich habe aber natürlich beide Accounts gespeichert und werde immer wieder nachschauen, ob da mittlerweile ein kleiner Bann eingetrudelt ist. So, jetzt wollen wir noch einen Fall anschauen, also am liebsten mehrere, wie halt gewohnt. Ich starte mal kurz CSGO neu. Ich habe übrigens auch auf dem zweiten Account Fälle angeschaut. Also ich bin dann sogar zum Ende hin und her gesprungen, habe da 2 Fälle angeschaut und alles nur Spinner. Also ich habe jetzt circa 12, 13, 14, also wenn ich die Accounts wechsle, dann ist direkt ein Fall wieder da. So viele Fälle angeschaut und es waren alles irgendwelche verschissenen Vollidioten. Was aber schon fast wieder amüsant ist, denn in den Livestreams, übrigens jeden Dienstag, jeden Donnerstag ab 18 Uhr, jeden Freitag ab 20 Uhr, haben wir ab und an Wetten laufen, ob der nächste Suspect im nächsten Case spinnt oder nicht. Und da wetten natürlich viele auf ja, weil man denkt sich, ja gut, die spinnen bestimmt alle rein. Und tatsächlich hatten wir erst ein einziges Mal einen Spinner dann in diesen Live-Overwatches. Wir haben jetzt 6 oder 7 gemacht und nur der letzte hat gespinnt. Alle anderen waren nicht am Spin, sondern nur normal am Reinscheaten, beziehungsweise wir hatten sogar einen, da haben wir fast gesagt, er ist legit, bin mir nicht mehr ganz sicher. Und wir hatten diesen Knilch mit den Knives halt. Also live haben wir viel mehr Glück mit guten Fällen als hier im Video. Also ich weiß nicht, was ich jetzt machen soll, wenn der jetzt reindreht, aber es ist Wingman. Und im Wingman habe ich, ich glaube, da habe ich noch nie einen legiten gesehen. Also Wingman ist immer, na, ah ja, Und ab dafür! Jetzt gehen wir einfach nochmal rüber auf meinen zweiten Account und gucken, ob da jemand Vernünftiges am Start ist. Es sollte ja nicht zu viel verlangt sein, dass da mal ein schöner Fall am Start ist. Bitte! Lädt er immerhin ganz gut. Naja, naja. Das könnte alles sein, aber er läuft nicht so schnell durch wie der gerade eben. Vorhin habe ich ganz kurz einen gehabt, da dachte ich, oh, den kann ich nehmen. Weil der hat, naja, ein bisschen vielleicht durch die Wand geschaut, aber hat halt sonst normal gespielt. So die ersten, naja, 15 Sekunden. Und dann. Ah ja, ja, geil. Gerade letzte Woche dachten wir noch, die Spinbotter wären irgendwie auf wundersame Weise verschwunden, wisst ihr noch? Weil wir überhaupt keine mehr hatten halt im Livestream, ne? Was versteckt sich hinter diesem Fall? Vielleicht etwas Gutes? Man weiß es nicht, ne? Ich wollte gerade sagen, es lädt aber lang. Aber nein. Oh, er guckt gerade aus. Ich fasse es nicht. Bitte bleib einfach jetzt das ganze Spiel über so. Come on, please, please, please. Okay, okay. Also, er geht auf B und da ist aber niemand. Einer ist vor B, der da rumgammelt, aber der geht runter in Underground. Ich spule einen Ticken. Oh, der hat sogar eine Nightmare, Leute. Der hat Skins, wow. Achtung, Achtung. Under ist der Dödel am Rum. Also, ich habe ihn sogar schon gehört. Am Rumspringen, aber der ist wieder zurückgegangen. Der Rest ist auf A, aber wird genudelt. Ne, vor A und Mitte. Ach Gott. Ach, die sind ja noch komplett verteilt da hinten. Was war das für ein Sprung? Wollte ausweichen, eben dem einen Schuss. Hard zoom no. Also die Tees haben halt die Bombe da hinten auch verloren. Der eine City hat angesagt, wo die Bombe ist. Und jetzt? Wo aimt der hin, hä? Warum aimt der einen Meter über den Gegner drüber, hä? Naja. Das Runterziehen war ja dann noch ganz im Rahmen, sag ich mal. Übrigens wissen wir nicht, ob das seine M4 ist. Es hätte auch eine aufgehobene sein können von der Mate, meine ich. Also, ja, vielleicht besitzt er die ja gar nicht. Obacht, Obacht. Da lag nämlich eben auch einer auf dem Boden beim Feind. Also, Under sind welche. Er schleicht hier durch. Man hört die aber auch steppen. Also, man hat sie steppen gehört.
Ja, also ich hätte auch, ich hätte vielleicht etwas anders hingeguckt, aber. Und den hat man danach auch nochmal steppen gehört. Also. Warum sind die Gegner so doof? Hä? Also Mitte ist der letzte. Dahinter, wie heißt die Position eigentlich? Hier ist der Chair, oder? Ist das dann. Behind Chair? Double Chair? Toilet? Da ist doch irgend so ein kleines Häuschen. Da steht doch. Das da ist doch irgendeine Mini-Wall oder sowas. Da ist doch irgendwas. Naja. Oh, er hat jetzt sogar eine Ayub, aber die hat er auch aufgesnackt, glaube ich. Da kommen vier, drei auf A direkt. Na, 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 na. Oh, 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 oh. Daneben geschisselt. Ja, das kann man machen. Ja, okay, das ist schon etwas besonderer, würde ich sagen, der Shot. Aber letztens ist mir hier auch einer, also in die andere Richtung gelungen. Da liegt ein Molly. Ich steppe genau dahin und habe halt einfach geschossen. Ne? Ich war in einem Rhythmus, schieß einem einfach direkt ins Gesicht. Das war schon nicht schlecht. Es wirkt ja so ein bisschen, als wenn er etwas zu früh geschossen hätte. Eben bei dem, ne? Also nicht der Kill, sondern der Schuss davor. Schien so, als wenn er so ein bisschen auch sehen könnte durch die Wand hinweg, dass da gerade jemand angelaufen kommt. Er war etwas zu ready, aber vielleicht, hier auch wieder, vielleicht ist es auch nur seine krasse Reaction. Also wenn ich bei Sneasel, Yakuza, Larry und Co. über die Schulter schaue, da ist es ähnlich. Ich, alter Mann, ja, bei mir crossed er viermal, was ich sage, warte mal, da war doch einer. Also, muss man halt mit rein consideren. Sonst würde ich sagen, ist es auch in Ordnung, was er so macht. Also er geht auch nicht irgendwie vor, er geht nicht handen oder sowas, ne, und nutzt seinen möglicherweise vorliegenden Wallhack, um da irgendwas rauszusnacken. Da gehen jetzt zwei auf B. Aber der eine geht direkt wieder runter. Und der andere ist oben geblieben. Ja, das ist ein bisschen arg früh, würde ich sagen, oder? Für ein Bang. Zumal auch keine Ultra-Steps waren. Unter ihm ist einer angesagt. Mitte. Langsam, Monsieur, langsam. Das ist ein bisschen, die sind übrigens auf B schon durch, du Affe. Weißt du, sein Mate stirbt und er. Nee, ich glaube, die sind Mitte. Also. Na, da war er eben auch voll drauf. Also ich würde sagen, da ist die Information vorhanden bei ihm. Er weiß, wo die Gegner sind. Wobei er es nicht so extrem... Oder der hat auch wieder so einen edlen Skin. Ich muss mir demnächst mal die neuen Skins holen. Wobei er es halt nicht so ekelhaft nutzt wie manch anderer. Eben hat auch kurz das Fadenkreuz oder halt sein gesamtes Aim gewackelt. Da kann natürlich einfach ein Erschrecker mit dabei sein. Oder es schlägt irgendwas an. Muss man sich noch überlegen. Da bin ich natürlich wie immer gespannt, was ihr in den Kommentaren schreibt. Aber ich denke, Wallhack oder halt Vision Assist kann man wahrscheinlich irgendwie, oder? Könnte man möglicherweise schon einloggen. Wenn man da noch mit rein considered vorhin die Situation, als er bei B durch ist und unten welche waren. Die sind zwar gesteppt, aber vor allem der letzte Kill, der unten bei Tunnelstar eben gefallen ist. Oh, da war er sich auch ziemlich sicher, dass er halt unten rechts in der Ecke steht und hat sich schon mal so bereit gemacht, dahin zu aimen. Wenn ich in der Situation bin, ohne Wallhack, dann aim ich da nicht nur auf eine, sondern ich komme zwar schon aimend rein, aber ja, ich würde sagen, ich gehe da auf jeden Fall anders ran. Das war ein satter Schuss. Entweder hat er sich da jetzt nochmal Hilfe zugeschaltet für diesen Schuss, weil es ihm gereicht hat. Ne? Gerade eben hat er ja auch ziemlich fett gefressen. Mhm. Oder aber er ist einfach gut. Also... Wir beobachten sein Crosshair-Placement und so weiter einfach mal weiterhin. Hier auch wieder die Reaktion. Die hat jetzt gar nicht gepasst. Der in Mitte, also im Window, der hätte noch fallen können. Wenn man bedenkt, wie gut er vorhin mit der AWP reingenanzt hat. Wenn sie waren gerade so kurz zu sehen und dann schießt er schon. Und den im Window, da hängt auf einmal der Triggerfinger. Also ja, es spricht so etwas für eine Hilfe. Worauf will ich jetzt hinaus? Einfach nur wunderlich, dass er halt da jetzt nicht getroffen hat, ne? Weil... Man ist es von ihm ja normalerweise gewohnt, dass er hier, übrigens der da oben hat nachgeladen, hat es voll gehört, dass Window in der steht. Mr. Affe, hallo? Dann kriegt er ins Gesicht gedrückt. Und ping! Er hat seinen Nate-Kill durchgezogen, hat aber selbst den Nate gefressen. Also er traut sich nicht, die beiden auf A zu holen. Oder will halt nicht reingucken, wie auch immer. Er geht jetzt... Okay. Was... Konnte man den Gegner bei ihm im Sichtfeld schon sehen, links. Ich habe eben nicht drauf geachtet, weil er auch der Kack... Weil er auch der Kack davor ist hier, das hier. Aber hat er die Flashes geworfen, als der Gegner gerade rum... Oh, Monsieur, also das kaufe ich dir wirklich nicht so sehr ab, diese Shots. Das ist so ein bisschen lauchig. Wir gucken noch kurz auf sein Crosshair-Placement, jetzt diese Runde im Speziellen. Hier am Anfang ist es ja eigentlich eh wurscht, aber wie er eben so rangeht... Ja, da... Oh, ich habe die Animation nicht gesehen, des Knifens, nur gehört. Die steppen wie Ochsen, also muss man hier auch nicht... Aber da könnte noch jemand auf A sein, oder? Oder ist ein Mate von ihm ganz drüber gegangen über A? Ich habe nicht darauf geachtet, ob A geklärt wurde. Aber sie wollen hier scheinbar...
Ja, also da ist, sicherlich war der auch angesagt in Kitchen, aber ich würde hier bei ihm auf jeden Fall zumindest was vermuten Richtung Aim und Vision. Wie gesagt, ich bin gespannt, was ihr hier vermutet. Ich drücke jetzt meine Sachen, aber zeig euch das nicht und dann können wir in den Kommentaren darüber schwätzen, was ihr gedrückt hättet und was ich gedrückt habe. Somit, mache ich hier kurz einen Schnitt. Und da dieses Overwatch so lange ging, haben wir sogar ein weiteres noch am Start. Das ziehen wir jetzt noch, das ist dann für heute auch das letzte. Mal gucken, was es wird. Ich habe übrigens jetzt diesen Fall gar nicht runtergeladen, um nachzugucken, wisst ihr. Bei den Spinbottern sowieso nicht, weil wir haben bis jetzt bei Spinbottern eine 100%ige Bannrate. Ich weiß gar nicht, ob ich mir die überhaupt noch runterladen soll, um zu gucken, ob die gebannt wurden, weil sie halt eh gebannt werden. Es ist kein großer Step für mich, also es geht flott von der Hand. Es ist halt irgendwie dumm, wenn du jedes Mal das vorbereitest und diese, ich sag mal, 30, 40, 60 Sekunden, vielleicht 120 Sekunden investierst, um den Download und so noch zu machen, dann pflege ich das noch in mein, alles klar, in mein System ein, gebe der Demo einen Namen und so weiter und so fort. Und dann ist es nur ein Spinbotter, das ist irgendwie dumm. Also, weil sie ja eh gebannt werden. Ich glaube, wir müssen uns leider mit diesem einen Fall zufrieden geben und hinnehmen, dass jetzt hier kein schöner Fall mehr rumkommt. Naja, ich meine, immerhin hatten wir jetzt einen, wo wir so ein bisschen reingrübeln können, der auch zum Ende hin wieder so ein bisschen weniger obvious war und dann mittendrin so ein bisschen mehr und am Anfang, naja, also da kann man bestimmt ein bisschen zumindest was in den Kommentaren schreiben. Naja. Ich mache jetzt noch geschwind das Giveaway für heute bereit. Livestream, ihr wisst, ab 18 Uhr geht's los. Wie immer mit Skins, die ihr absnacken könnt. Also sehen wir uns dort auf Twitch. Link ist in der Beschreibung. Bis gleich! Mit Instagram kleben die Sachen ziemlich einfach. Von Papa wünsch ich mir 100 Rollen. Dann zur Weihnachtszeit, dass ich mal langsam einen Kartoffelflip esse. Denn dann gib mir deine dicken fette Mutter auf die Instagram.